Mahlzeit und Servus, liebe Mystery-Freunde. Ich habe vor einiger Zeit hier ein Video hochgeladen und zwar war das ein Vortrag von den Ramon Zürcher. Der hat sich so ein bisschen im Schwarzwald und in der Schweiz und in den deutschen, in den heimischen Wäldern auf Spurensuche begeben in Sachen versunkene Städten, versunkene Megalithen, mitten vor unserer Haustür, kann man schon sagen. Und bei diesen Expeditionen in unseren heimischen Wäldern hat ihn einer begleitet, das war der Ralf Ruppert. Der hat auch hier einen YouTube-Kanal, der nennt sich Mysterien der Vergangenheit. Diesen Kanal werde ich euch unten in der Beschreibung mal verlinken. Da finden sich so einige Videos, wie er eben über die Geschichte und Vorgeschichte hier bei uns in Zentraleuropa, in Deutschland so berichtet. Und ein Video ist dabei, da berichtet er über eine Felszeichnung. Na, genauer gesagt sind es 4 Felszeichnungen und zwar im Hunsrück. Und diese Felszeichnungen, die sind schon vor exakt 30 Jahren entdeckt worden, aber die waren vor einigen Jahren sehr hoch im Kurs, in den Medien, im Gespräch, unter Archäologen. Man sprach von einer sensationellen Entdeckung und irgendwie ist das dann alles sehr ruhig geworden. Er hat sie dann selber aufgesucht mit einem Archäologen, da komme ich gleich drauf zu sprechen, auf den Archäologen, und hat darüber berichtet. Und diese Felszeichnungen, diese Gravuren, es sind keine Felsbilder, also was irgendwo angemalt wurde, sondern rein gemeißelt wurde, sind wirklich sehr spannend. Denn nachdem sie vor genau 30 Jahren zufällig von einem Wanderer entdeckt wurden, war es dann eigentlich recht still um diese Felsbilder dort. Aber irgendwann interessierten sich dann auch Archäologen dafür. Das war dann eben vor allen Dingen so um 2014. Denn man sieht dort 4 Tiere abgebildet. Davon sind 3 eindeutig Pferde und ein Tier, das kann man nicht so ganz identifizieren. Und die sind in eine Schieferwand hineingemeißelt worden, so 1 bis 2 Zentimeter tief ungefähr. Die Figuren, diese Tierdarstellungen sind so bis zu 50 Zentimeter groß und diese ganze Fläche dort an dieser recht glatten Schieferfelswand dort sind so 1,2 Quadratmeter groß. Und diese Felsgravuren sind eigentlich mehr oder weniger recht schwer zugänglich. Sie liegen so an einer Steilwand mitten im Wald in der Nähe von Gondershausen. Ihr seht gerade da mal was von Google Earth, wo das so ungefähr ist. Und als sich dann die Archäologen mal dafür interessierten, sprach zum Beispiel Deutschlandfunk davon, das sei eine archäologische Sensation von Welterberang. Damit ist das UNESCO-Weltkulturerbe gemeint. Es sei etwas immens Bedeutendes, denn diese Gravuren wären 25.000 Jahre alt. Und damit wären es die ältesten Gravuren aus der frühen Steinzeit, die überhaupt in Deutschland bekannt sind oder überhaupt im Norden von Europa. Es würde nichts Älteres geben und das wurde dann sehr groß gefeiert, kann man nicht sagen, aber auch in den Mainstream-Medien wurde sehr groß darüber berichtet, denn man kennt natürlich eiszeitliche und steinzeitliche Höhlenzeichnungen in Frankreich oder in Spanien, aber so etwas ist im Norden von Europa überhaupt nicht bekannt als solche Felszeichnungen. Und es wurde auch der Landesarchäologe Axel von Berg quasi dorthin gerufen, aktiviert. Das ist der Landesarchäologische von Rheinland-Pfalz und auch andere Forscher und Archäologen kamen dann an und die waren sicher, ja, das ist tatsächlich aus der frühen Steinzeit tatsächlich bis zu 25.000 Jahre alt und das sei ein absoluter Glücksfall, dass das überhaupt noch erhalten ist. Auch der Archäologe Wolfgang Welker wurde hinzugezogen. Dieser Wolfgang Welker ist der mit dem Kollegen Ralf Ruppert dort dieses Video gedreht hat, die mal vor Ort eine Besichtigung da gemacht haben. Und auch er sprach davon, dass es ganz klar in die Steinzeit zu datieren und zwar nicht aufgrund von irgendwelchen naturwissenschaftlichen Datierungsmethoden. Das ist ja immer das Problem, das wisst ihr ja, so als Interessierte der Mysterien der Welt. Man kann ja nicht irgendwelche Gravuren im Fels oder Stein allgemein datieren, sondern er geht eben davon aus, aufgrund von Bildvergleichen mit anderen Höhlenzeichnungen, auch steinzeitlichen Gravuren in Felswänden oder im Fels, aufgrund dieser Vergleiche mit diesem Stil, mit diesen Kunstwerken, wäre das eben in diese Epoche zu datieren und das wäre dann eben auf jeden Fall erhaltenswert. Denn allein, dass diese Gravuren, diese 4 Tierdarstellungen dann noch erhalten sind, wäre schon ganz erstaunlich, denn das Schiefergestein dort, das verwittert schnell und skeptische Archäologen sagen auch heute noch, das verwittert so schnell, da kann man zugucken, aber das wäre wohl möglich, mit einem Art kleinen natürlichen Felsdach geschützt gewesen und auch unter einer
Erdschicht und einer sogenannten Lössdecke, Lössschicht, und bedeckt gewesen über Jahrtausende, und deshalb sei es eben so gut erhalten. Diese Region dort, die war im 2., 3. Jahrhundert nach Christus auch von den Römern besiedelt, kann man nicht sagen, aber die nutzten das als Steinbruch. Die haben da Schiefer abgebaut und da kam dann auch schnell 2014 die Vermutung auf, vielleicht war das alles mal viel größer, dass die da teilweise drumherum, man sieht auch, dass das recht gerade ist und alles, dass die da Steine abgebaut haben. Die haben diesen Schiefer gebraucht für ihre Villen und Ansiedlung dort in diesem Gebiet. Es finden sich übrigens auch Hünengräber in der Ecke dort, quasi nebenan aus der Bronzezeit, aber also viel später. Da wurde das auch mit in Verbindung gebracht, aber eben aufgrund von Bildvergleichen, wie das alles gezeichnet, gemeißelt und geritzt wurde, war man sich doch recht sicher, man hat hier tatsächlich eine steinzeitliche Sensation vor sich. So nannte es nämlich zum Beispiel Markus Landsrate damals, das war der Bürgermeister, von einer absoluten Sensation hat er gesprochen. Und natürlich, als es bekannt gegeben wurde, hatte man auch sehr schnell Angst, oh Gott, jetzt kommt so quasi so ein Massentourismus dahin, mitten da in diesem Wald, in diesem schwer zugänglichen Gebiet. Und man hatte natürlich auch Angst vor Vandalismus, dass irgendwelche Vandalen eben das kaputt machen oder versuchen, Gipsabdrücke zu machen, ganz laienhaft, dass sie da Gips da reinschmieren, um da Abdrücke von für zu Hause zu haben und damit quasi den Gestein noch weiter kaputt machen. Da war dann im Gespräch, man will da das touristisch zugänglich machen, eben erschließen. Man möchte auch vielleicht eine Kopie davon anfertigen und dann dort vor Ort im Ort ausstellen, dass die nicht also quasi alle in Massen dahin pilgern, um sich diese archäologische Sensation anzuschauen. Und die Kulturministerin Doris Ahn, die war damals auch dort mit 30 Journalisten, die sprach dann auch davon, es spielt auch jetzt hier kein Geld keine Rolle, um das tatsächlich für den Besucher zugänglich zu machen und das alles zu erhalten. Ein Abdach darüber, das reicht ja schon erstmal, wie man heute sieht von Ralf Rupert, der ja eben da war vor kurzem noch, da ist einfach nur ein Zaun drumherum, da kann jeder drüber klettern und der genaue Ort ist natürlich auch geheim gehalten, ist klar, eben wegen Vandalismus bis heute noch. Aber diese archäologische Sensation von Weltkulturerbe-Rang, die ist dann doch irgendwann mal wieder in der Versenkung verschwunden. Aber warum das? Wenn damals, ich habe gesehen, die Zeit und der Spiegel haben darüber berichtet, dann auf einmal war es ganz still. Dann könnte man jetzt vermuten, ja, das hat sich dann irgendwie im Wohlgefallen aufgelöst. Aber ganz so war das nicht, denn es gab weitere Untersuchungen, die gesagt haben, ach, das kann überhaupt nicht 25.000 Jahre alt sein. Das ist vielleicht von den Römern, die eben dort gewesen sind, so vor maximal 2000 Jahren, so vielleicht 2. Jahrhundert, 3. Jahrhundert, die da in den Schiefer abgebaut haben. Es wurden auch Nägel gefunden von römischen Sandalen, die haben also quasi den Schuh verloren und dann sind die Schuhe verrottet und die Nägel waren noch da. Und von diesen Steinmetzen, von diesen Arbeitern, von diesen römischen Arbeitern, haben irgendwelche das dann da reingraviert, reingemeißelt, weil sie in der Pause wohl Langeweile hatten. Aber da wurde dann noch weiter spekuliert, vielleicht stammt das sogar erst aus dem 19. Jahrhundert, also quasi 150 Jahre, sagen wir mal, alt oder 200 Jahre alt. Da wurde das erst gemacht und zwar so als Witz, als Gag, weil da wurden Höhlenbilder, Felszeichnungen in Höhlen in Spanien entdeckt und irgendeiner dort von der Bevölkerung hat die gesehen und ist dann quasi mitten in den dunklen Wald gepilgert, hat dann diese Steinwand gefunden und hat gesagt, oh, ich habe ja in der Zeitung zum Beispiel diese Höhlenbilder gesehen da in Spanien und jetzt meißel ich da auch mal so ein paar Pferde rein, weil ich finde das toll. Das wurde auch so interpretiert, denn angeblich würden, was andere Archäologen gesagt haben, das ist so, aber angeblich hätten andere wieder festgestellt, da gibt es überhaupt keine Spuren davon, dass das tatsächlich mal irgendwie unter einer Lössschicht verborgen gewesen sein soll. Und so steht nun, dass es Dingen, dieser Fels, dieser Schieferfels, da einfach mitten im Wald in der Nähe von Gondershausen herum. Und datieren kann es eigentlich niemand. Der genannte Archäologe Wolfgang Welker, der hat auch einige wissenschaftliche Publikationen dazu veröffentlicht, er ist der Überzeugung, auf jeden Fall muss man das erhalten. Dabei spielt es jetzt eigentlich keine Rolle, ob es 2000 Jahre ist, eben von den Römern, oder tatsächlich 25.000 Jahre. Nur, man sollte auch archäologische Grabungen da einmal durchführen. Die hat es meines Wissens nämlich gar nicht gegeben. Denn vor 25.000 Jahren, die Eiszeit, die ganze Region, alles war anders, das Klima war anders, diese Wälder dort hat es gar nicht gegeben.
da ist dieser Fels dort an diesem Abhang schon von weitem sichtbar gewesen. Das heißt, in einigen Berichten habe ich auch gelesen, es wurde mit einer Litfaßsäule verglichen, aber dieser ganze Baumbestand oder so, der existierte gar nicht und das war dann quasi eine markante, natürliche Felsnadel, die da in die Höhe geragt ist und da hat dann eben einer da was hineingemeißelt und da könnten ja natürlich dann eben auch steinzeitliche Siedlungsspuren zu finden sein. Wenn das tatsächlich 25.000 Jahre alt ist, ist das absolut nicht ausgeschlossen. Steinzeitliche Werkzeuge, Feuerstein oder Pfeilspitzen, Fäustling und was man da so alles findet, das kennt ihr natürlich, oder sogar frühe Keramiken. Da gab es, wie gesagt, meines Wissens keine Grabungen. Das ist aber schon interessant, dass da 2014 das so hoch aufgebauscht wurde und dann ist da nichts weiter geschehen. Und erhalten sollte man so etwas, egal wie alt es ist. Ich glaube allerdings nicht, dass es aus dem 19. Jahrhundert stammt. Das muss man sich einmal vorstellen. Da sieht jemand Bilder aus von Höhlenzeichnungen da aus Spanien und kommt auf die Idee, in den Wald zu laufen und das in eine Schieferwand reinzuritzen. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass es tatsächlich etwas aus der Vorzeit ist. Vielleicht ist es ja da auch irgendwie mit den Hünengräbern, mit den Hügelgräbern dort in der Nähe. Vielleicht steht das irgendwie in Verbindung. Die sind zwar aus der Bronzezeit, ist allerdings auch schon wieder ein paar Jahrtausende her und damit ist das auch schützenswert und erhaltenswert. Aber getan hat sich da nichts. Ich sagte ja gerade, der Rupert, der Ralf, der hat da ja ein Video zugemacht, was ich unten in der Beschreibung mal verlinken werde und das könnt ihr euch mal anschauen, das ist wirklich sehr interessant und da kommt eben der Archäologe Welker auch selber zu Wort und erklärt so, was die Skeptiker sagen, was er meint und wie man die Sache so angehen sollte. Ja, ein kleines kurzes Video und ihr merkt schon, ich bin ziemlich heiser schon seit einigen Tagen. Ihr mögt es mir nachsehen, könnt mir gerne einen Daumen hoch geben und gebt mal ein Feedback zu diesem Thema. Habt ihr schon mal von diesen Felszeichnungen, von diesen drei Pferden und diesem unbekannten Tier gehört? Und was meint ihr, tatsächlich ein Scherz aus dem 19. Jahrhundert oder 25.000 Jahre alt? Was vermutet ihr? Und was vermutet ihr vor allen Dingen, warum wurde da nichts weiter unternommen? Warum hat man das nicht abgedeckt, man ein Schutzdach drüber gebaut, nur irgendein Holzzaun, wo man eben drüber steigen kann, drumherum gesetzt? Ich finde so etwas eigentlich recht traurig, denn sowas muss man schützen. Damit sage ich mal, ihr Lieben, bis zur nächsten Folge, euer Lars.